Hallo, wie ihr seht, geht es heute bei uns ein bisschen bunter zu. Der Jasper hat heute Geburtstag. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn das mit Hunden zu tun? Aber ich muss euch sagen, die Lotta ist nicht mehr in meinem Besitz. Ich beweise das mal eben. Das hier ist Lottas Ahnentafel. So, und das hier ist die Rückseite. Also heute geht sie in einen anderen Eigentum über, und zwar an Jasper. Ja, das war jetzt aber nicht ganz überraschend. Also ich hatte das schon länger mit ihm so besprochen. Eigentlich sollte er zum 9. Geburtstag einen eigenen Hund bekommen, weil auch ich mit 9 meinen ersten eigenen Kernterrier bekommen habe. Ja, dann kam meine Freundin Andrea vorbei und sagte, ich habe meinen ersten eigenen Hund schon mit 8 bekommen. Naja gut, und Lotta ist halt auch schon 11,5. Er soll ja auch ein paar Jahre diesen Hund noch haben, so 12 bis 28. Und Jasper sollte sich eben auch noch bewähren, ne, dass er schon alt genug ist für einen eigenen Hund. Das heißt, im Moment sieht es so aus, dass er also von der Schule kommt, seine Hausaufgaben macht und Mittag isst. Und dann geht er aber erstmal Lotta eine Runde. Ich meine, wir haben hier das Gassi-Gebiet ja direkt vor der Tür. Von daher ist es jetzt nicht so, dass er irgendwie alleine über große Straßen müsste oder sowas. Ja, ganz schön groß schon. Alle beide irgendwie. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie hat er denn darauf reagiert? Aber wie gesagt, es war keine Überraschung für ihn. Das war schon seit einem Jahr, glaube ich, schon so abgesprochen. Ja, er hat seine Lego-Kiste ausgepackt und gesagt, das hier ist das größte Geschenk. Hat dann Lottas Urkunde, also die Ahnentafel, genommen und gesagt, aber das hier ist das Schönste. Ja, naja, so heute Nachmittag werden wir hier noch ordentlich feiern. Da kommen die Kinder. Am Wochenende ist dann mit Familie und so. Aber jetzt, heute gehe ich dann auch mit Lotta Gassi. Kann man ja auch mal machen, ne? Zum Geburtstag kann die Mama mal gehen. Aber zum Gassi gehen, da frage ich doch mal die Kira, ob die mitkommt. Die wohnt 100 Meter ungefähr von hier entfernt. Hallo du, wollen wir Gassi gehen? Keine Sorge, nur eine Stunde, eine Runde mit der Hunde. So, mal gucken, was sie gleich sagt. Derweil kann ich euch mal ein paar Bilder zeigen aus den letzten Tagen hier. Wohl gefilmt habe ich das, glaube ich, nur gestern, aber so läuft es hier seit Tagen. Boots und Maybe sind beide läufig. Es ist echt nervig. Also, denen ist dann auch egal, ob das beides Mädchen sind oder dass jetzt hier kein Rüde ist. Es wird alles, auch unterwegs, es wird erstmal alles grundsätzlich angebaggert. Naja, und Boots hat da so ihre ganz eigene Art und Weise, Hunde anzubaggern. Also sie haut den immer so auf den Kopf und naja, dreht in den Hintern zu und solche Sachen. Ja, gestern Abend gab es dann hier so ein Bild. Da standen dann quasi drei Hunde hintereinander, übereinander. Isabel sagte nur, Mama, guck mal, die Hunde spielen Eisenbahn. Ich habe das mal so stehen gelassen. Da ist der Hund, der mir gar nicht mehr gehört. So, hier stehen jetzt alle in den Startlöchern. Kira ist da. Aber ungeschminkt, deswegen möchte sie heute nicht erkannt werden. Naja, dann gehen wir gleich mal los, ne? Aber ohne Kamera, weil. Ach, das hatten wir ja irgendwie auch gerade erst, ne? Wo ist der Fokus? Ja, wo ist er denn? Oh. Ja, da. Wir sind von unserer Gassi-Runde wieder zu Hause. Die Hunde pennen jetzt hier vorm Ofen und wärmen sich ein bisschen auf. Ich glaube, das mache ich gleich auch noch mal bei einer Tasse Kaffee.
Ja, das war das Geburtstagsgeschenk für Jasper. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wann ihr euren ersten eigenen Hund bekommen habt oder ob ihr da immer noch drauf wartet. Das war's von uns. Bis die Tage.